Hallo Freunde der Klemmbausteine, willkommen auf meinem kleinen Kanälchen. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und wie ihr seht, habe ich einen riesen Karton. Was für ein Klotz. Den stelle ich erstmal hier rüber. Ja, und schon haben wir ein bisschen Platz. Ich habe bei Barrier eingekauft. Ein paar größere Sets. Die schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. Erste Hürde hätten wir schon mal überwunden. Oh, 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 oh. Ja, das versteht ihr jetzt nicht. Ich versuche es euch zu erklären. In diesem großen Karton befinden sich mehrere Sets. Ihr seht es jetzt noch nicht. Einige sind in so Polybags eingepackt oder in so Dinge. Und wie das halt so üblich ist, ist immer ein Set in dem Karton einfach drin. Und in dem Fall ist das der Flugzeugträger von Segao. Ich blende euch hier mal ein Bild ein, wobei ich auch gleich die Anleitung habe, wie ich schon sehe. Da war die große Preisfrage, sind diese goldenen Teile wirklich Gold? Das ist ja der Knaller. Goldene 6x6 Fliesen in super Qualität ohne Angusspunkt. Ich glaube, ich will das Video kurz pausieren. Ich muss ein bisschen durchatmen. Hammer. Ich blende euch Preise ein. Ich habe mir jetzt nicht alle Preise rausgemerkt. Das sind doch ein paar mehr Sets. Ich blende es euch ein. Also das hier ist der Segao Flugzeugträger in Einzelteilen. Ich hau die jetzt alle mal dahin, damit ich... Wir holen hier nochmal... Ah, das ist natürlich ärgerlich, das ist... Hoffentlich, was ein Lappen. Ja, ich hoffe, der ist noch zu retten. Was ich davon überhaupt anbringe, weiß ich gar nicht. Also, das sind keine Transfersticker, das sind ganz normale Aufkleber. Ein Lappen. Und eine Anleitung, die es etwas mitgenommen hat, aber gut. Gut. Den Rest sehen wir dann beim Set. Muss mal gucken, wie ich die einigermaßen gerettet bekomme. Ein guter Anfang wäre schon mal, die nicht weiter zu knicken. Okay, ich mache mal ein bisschen Platz und dann gucken wir uns die nächsten Sets an. Ei, was ein Chaos hier. Wir machen mal weiter mit etwas, was ihr schon kennt. Jawohl, das vierte Set aus der SpongeBob Wirbelserie ist da. Nö, Quatsch, das ist es gar nicht. Das ist das Van Gogh Set. Ja, selbe Würfel, andere Inhalt. So kann man sich irren. Mal Tüten weg, räume ich nachher auf. Dann muss es ein Star davon sein. Das ist wie Weihnachten, oder? Und hier haben wir... Was ist denn vorne, was ist denn hinten? Das ist vorne. Da Vinci. Und ein weiterer Künstler. Mondrian. Ich denke Mondrian. So in etwa. Coole Sache. Dünn. Wir machen den auf. Da ist das SpongeBob-Set. Komm her. Der hat mir noch gefehlt.
Die anderen drei hatte ich schon. Schade, weil sonst hätte ich sie alle vier zu etwas günstigerem Preis kaufen können. Aber gut. Hauptsache ich hab's jetzt. So, dann gucken wir uns noch den letzten Künstler an. Dali. Wie ihr seht, seht ihr wirklich wenig. Jetzt ist vielleicht die Rückseite, seht ihr mehr. So. Da freue ich mich auch schon drauf. Die Würfel sind einfach nur klasse. So, dann habe ich hier noch hier etwas. So viel kleiner sind sie gar nicht. Die haben halt keinen Würfel dabei. Und zwar sind das so hübsche kleine Snoopy-Sets. Da haben wir den Blumenladen. Ich habe schon den Sticker gefunden. Oder ist das nur eine Visitenkarte? Ja, es sind Sticker dabei. Meine Güte. Überall kommt diese komische Karte hier raus. Auch Sticker. Da haben wir den, was ist das? Bookstore, Buchladen. Ach du meine Güte. Ja, eine mitgenommene Anleitung aus der Bäckerei. Ach so, jedes Toastbrot und Sticker. Okay. Ja, die waren nicht allzu teuer, die Sets. Und es ist jedes Mal ein Snoopy mit dabei. Und dann fehlt jetzt noch der Geschenkeladen. Den zeige ich auch noch kurz. Und das ist der da. So. Das sind so schöne Sets, die zeige ich euch dann immer wieder mal sonntags oder so. Ich habe aber noch ein Highlight. Das da. Die Reobrix 66032, ne? 23. Das erste, was uns entgegenfällt, sind Licht. Leider Klebestripes, schade. Aber darum geht es ja nicht. Wir haben hier von Reobrix eine sehr gut erhaltene Anleitung, ein Buch. Die St. Andrews Church. Geil. Schöne Anleitung, Teilliste habe ich schon gesehen. Prima Sarah. Ah, riecht frisch gedruckt. Gott, da freue ich mich auch schon drauf. Ein Riesenset, 3.500 Teile. Wunderbar, schöne Anleitung, oder? Ich meine, das ist aber ein Buch, oder? 3.500 Teile. Da haben wir lauter einzelne Abschnitte, okay. Ein dickes Buch. Schön, prima. Das war der Haul für heute. Die Sets seht ihr so in den nächsten 4, 6, 8 Wochen. Je nachdem, wie es Wetter auch ist. Was gefällt euch? Schreibt mir unten drunter, in welcher Reihenfolge hättet ihr gerne. Was soll ich denn als erstes bauen? Irgend sowas. Schreibt mir eure Meinung unten drunter. Habt noch einen wunderschönen Tag. Denkt immer dran, Glemmbausteine verbinden.